gebe ich uns mal einen Countdown und keine Ahnung, was ich... Okay, machst du nach drei, sagst du noch los oder sagst du drei und dann gar nichts und wir starten einfach? Ich bin jedes Mal verwirrt. Also ich, meistens werde ich dann hier, also hier so eins, zwei, drei, kann ich ja machen. Dann weißt du, weil ich so, musst du drücken. Okay. Dann beginnt das Video bestimmt mit so einem kurzen... Ja, dann ja. Da musst du damit klarkommen. Okay. So, dann eins. Eins, zwei, drei. War gut. Ja, das ist doch ein schöner Anfang. Ja. In ein wunderschönes Video. Ja, ja. Wir stehen hier vor den Toren von Löwenstein. Sieht ein bisschen anders aus. Ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Echt? Echt, ja. Guck mal, da sind Seepferdchen, die leuchten. Yay! Also ich finde die Seepferdchen-Laternen ja schon ziemlich geil, ne? Ich will auch Seepferdchen-Laternen haben. Hier außen hat es noch so das Feeling vom alten Löwenstein, ne? Das sind ja noch so Schiffbug-ähnliche Bauten. Ja, stimmt. Aber das Tor dahinter so gar nicht mehr. Da denkst du einfach nur noch, wow. Ja, doch. So, für all jene, die keine Angst vor Spoilern haben oder sich denken, ich habe mir es eh schon alles angeguckt, weil es ist ja jetzt schon live, es ist ja schon anguckbar, es ist ja schon anfummelbar, haben wir gedacht, wir machen mit euch einen Spaziergang durch Löwenstein. Die genau. Wuschel und die ich. Die Honeyball quasi. Genau, der Honeyball. Der Honeyball. Ja, dann gehen wir einfach mal durch das Portal. Und, du läufst durch das Portal, ich gehe. Okay, du gehst. Ich gehe nochmal kurz zu dem Kind. Wir haben ein komisches Kind gefunden, das leuchtet. Und plastikhaft. Es ist Landschaft. Es ist ein Landschaftskind. Also es ist wirklich ein Landschaftskind, weil das kann man auch nicht anklicken. Ich taufe dich auf den Namen Landschaft. Ich finde aber, das sind so Details, die machen das Ganze natürlich extrem lebendig, ne? Ja. Ich will auch mich hinsetzen können mit den Beinen baumeln. Ich bin für ein neues Emote im Chat. Hinsetzen mit und mit den Beinen baumeln. Genau. Korrekt, genau so. Na, dann schauen wir mal, ob wir in der ehemaligen Handelsmetropole, neue Handelsmetropole nun, ob wir da handeln können. Hast du dein Gold mit dabei? Ein bisschen, nicht alles, sonst gebe ich zu viel aus. Ja, ich habe auch meine 100.000 eingepackt nur. Den Rest habe ich auf der Bank. So viel habe ich nicht. Ja, ich habe gedacht, auf dem Beta-Server kann man ja mal ein bisschen farmen und grinden. Das stört ja keinen Spieler. Ja, das stimmt. Ja. Habe ich einfach Silberwüste immer wieder. Rankenzorn allein ist echt gut. Hui. Hui. Tada. Da werden wir so spontan angespuckt von beiden Seiten, ja. So immer schön, wenn man in die Stadt kommt und erstmal angespuckt wird. Ich fand das sehr faszinierend, dass ich hier das erste Mal gespawnt bin und dann sind über mich diese Brunnen da hinweg gerast. Ja. So, was passiert? Ui. Das Geräusch ist auch sehr anregend. Ja. So, wo gehen wir denn rum als erstes? Oh Gott, ich meine, mystische Toilette lacht uns ja regelrecht schon an, dort hinten bei dem Krakenmann. Gott, was ich jetzt aber so umgucke, also so ein bisschen was vom alten Löwenstein hat es schon noch. Ja, es hat ja noch so ein bisschen Schiffbautenmäßig. Also da hinten, das sieht halt auch alles noch aus wie ehemalige Schiffs. Macht ja auch Sinn, liegt ja am Wasser, ne? Ja, ja, sehr maritimes Feeling hier. Ich möchte gerne noch Matrosenkleidungsset haben, wie ich hier wohlfühle. Oh ja. Matrosenwaffen, wie auch immer die aussehen mögen. Überall mit so kleinen Schwimmreifen dran. Mystische Toilette, ich Yay. Komme! Einmal voll durch die Blumen. Ach komm, wir sind hier. Das ist, auch diese Lampen überall, die hier eingelassen sind, schon ziemlich nice. Hui, schwimmen! Pock. Ich werde nicht rausgeschmissen. Nein, Buschel, du bist für immer versunken. I, man wird dann so eine weiße Figur. I, ist das ekelig. I! Ja, du bist nur noch, das ist nur noch aus Stein, du bist versteinert. Yay! Pock. Hallo. Also ich schätze mal, das werden wir in einer massiven Anzahl das nächste Jahr einfach immer sehen bei Spielern. Ich denke auch, ja. Wäre cool, wenn sich Tomore dann überlädt und dann erstmal eine Weile nicht nutzbar wäre. Mag gleich mal was reinschmeißen. Habe ich hier irgendwas, was ich reinschmeißen kann? Exos? Ja, komm. Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich möchte, dass der Zorn nicht auf uns ist. Ach komm, hier, sind das irgendwelche wertvollen Exos? Ach, egal, rein damit. Schmeißt die Exos rein, da kommen demnächst nur noch weiße Stiefel bei rum oder so. Ich
habe einen faulen Perlenstecher bekommen. Mhm. Oh. Geil. Mega. Ja, also die mystische Schmiede sieht jetzt doch wirklich ihrem Namen entsprechend sehr, sehr... Ja. Ich weiß nicht, wo die Energie herkommt, aber das ist mehr als nur mysteriös. Ein Fall für Galileo. CSI Tyria. Hat das Entwarnung? Oh Entwarnung. Mein Gott. Oh mein Gott, Snick. Ich habe von dem Skript verfolgt von Kratzi. Ist das süß? Den habe ich schon mal gesehen. Der steht irgendwo anders auch rum. Das ist, glaube ich, sein Haustier. Da plant er mit dem irgendwas. Ah, ein Komplott. Ich weiß gar nicht. Irgendwas wollten sie holen. Ich meine, es wären sogar Kekse gewesen oder so. Da hinten haben sie anscheinend irgendwas gefunden. Ja, Verschwörung gibt es ja hier in dem neuen Löwenstein zuhauf. Habe ja, ich schon mitbekommen. Ja, ja. Das ist nicht so. Ob unser Tresor ist wieder heile. Ich weiß zwar nicht, ob die Inhalte, die geklaut worden sind, wieder vorhanden sind, aber unser Tresor ist heile. Wenn ich hier stehe, leuchtet der innen drin grün. Echt? Ja. Wenn man so aus einem bestimmten Kamerawinkel guckt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Also wenn ich hier stehe, leuchtet der bei mir grün innen drin. Nicht doll, aber so ein bisschen. Jetzt habe ich Angst. Jetzt macht mir der Tresor auch schon Angst. Was habe ich? Soll ich mir meine 78 Schwarzlöwentickets mitnehmen? Komm, ich gebe uns mal einen aus. Toll. Weil wir sind ja jetzt auch hier gleich in der Nähe schon. Richtig. Immer raus wieder aus dem Kraken. Ja. Das ist so ein geiles Türdesign. Ich wollte gerade sagen, gehört definitiv mit zu meinen neuen Lieblingsgebäuden. Das sieht so unglaublich aus, auch dieses Universum dahinter. Ja. Hammer, so eine Waffe hätte ich gerne. Oh, so in genau dem Stil, genau so wie die Schlüssel dort sind, wie dort, wie das Blau da ist, genau solche Waffen will ich haben. Wie geil das wäre, ey. Es ist schon nicht mehr die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft, das ist jetzt einfach nur noch das Schwarzlöwen-Universum. Ja, richtig. Ja, die Waffen sind ja auch schon ziemlich awesome. Auch hier innen drin, das Ganze natürlich in diesem Meereslokal. Das hier erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed. Ja, ja, doch. Da gab, das war sehr das schön, wo ich mich da rumhangeln musste. Kann ich das da drin haben? Braucht das noch jemand? Alter, natürlich sind die Schwarzlöwenwaffenhändler fucking reich. Was haben wir erwartet, ha? Huh? Ja, wir schieben ihnen ja regelmäßig unser Geld sonst wohin. So, da haben wir ein waffenspezielles Tuch. Das ist die mit den wissenschaftlichen. Ah, okay, die wissenschaftlichen Waffen sind da auch noch im Angebot. Da kann man Schnipsel eintauschen. Willst du eine wissenschaftliche Waffe haben? Wir haben da ja auch was noch Neues. Schöne Waffen, ne? Ja, die sind neu. Ja. Galan-Waffen nennen sich die. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen was Schlichteres. Ja. Man muss halt schon sagen, wenn du... Passen halt sehr gut zu so Menschen, die sich auch so... Ja, also ich könnte sie mir ziemlich gut an meinem Krieger vorstellen. Ich hätte halt gerne... Menschenkulturrüstung und so. Löwenstein-Waffen halt gehabt, das wäre irgendwie cool gewesen, ne? Also passend zu Löwenstein. Alter, aber der Fokus ist ja schon awesome. Ich wollte gerade sagen, der Fokus ist das geilste. Das ist ja die reinste Disco-Kugel hier. Oh ja. Ist das Großschwert auch sehr gut. Ja, vor allem wie sich schon die Pistole, wie sich der Fokus halt die Kugel so bewegt, da würde ich den ganzen Tag schwingen, schwingen, schwingen. Hui, klatsch. Das Zepter finde ich auch ziemlich cool. Detailreich. Ich weiß jetzt nicht. Ich guck mal an. Vielleicht haben die ja auch wieder einen Effekt, wenn man sie ausrüstet. Garderobe? Der Kurzbogen ist ziemlich geil, sehe ich gerade. So. Ne, da hat jetzt kein besonderes Geräusch gemacht oder sowas. Ja, ist halt ein ziemlich klassischer Bogen, ne? Ah, die Ornamente da drauf sind schon schön. Ich meine, es war ja auch wichtig, dass mal klassische Waffen kommen. Das haben sich ja auch alle gewünscht. Das war ja auch so ein Feedback von allen Seiten. Stimmt. Stab und so. Och, der Stab ist schon auch ziemlich cool. Ja, der Stab ist schön. Also wir haben bis jetzt immer alles übertrieben und die Waffen haben oft auch nichts gepasst zu den Sachen. Und jetzt... Die Fackel finde ich auch ziemlich cool. Das sieht wirklich aus wie so eine Fackel, mit der ich nachts irgendwo hingehen würde, um mir den Weg einfach zu erleuchten. Das Schild ist halt sehr edel. Das Horn finde ich ein bisschen lame, aber mein Gott. Mir gefällt halt einfach nicht, dass es so ein sehr, sehr helles Silber ist. Aber, also ich meine, es passt ein bisschen zu der Draenor-Kleidung. Aber ich hatte ja auch irgendwie gehofft, es gibt dann halt jetzt ein Draenor Waffenset oder so. Ja, kommt ja vielleicht noch. Man weiß es nicht, bei Ant weiß man sowieso nie. Richtig.
Aber ich denke mal, das passt jetzt vielleicht einfach am besten zum Wiederaufbau von Löwenstämmen. Ja. So. Oh, die Pistole ist schon schick, ja. Doch. Hm. Sehr klassisch alles. Hat was. Ja, ganz, dann, ja. Gucken wir uns ein bisschen genauer. Schauen wir uns mal innen weiter um. Ich finde das übel stylisch, dass die Waffen hier jetzt einfach so auf dem Tisch liegen. Ja, präsentiert werden. Man weiß halt jetzt, wo man bei welchem Spatzlöwen-Spezialisten man halt die einzelnen Waffen bekommt. Alter, die Kerzenleuchter da mit den Tentakeln. Ey, wie gut das einfach nur aussieht. Cool, ja. Die Tagträumerwaffen. Huch, für 3 Tickets. Also nicht für... Haben sie das jetzt anders gesondert? Die Waffen, die hier liegen, kosten ja nur 3 oder was? Kosten die hier auch nur 3? Nee, die kosten 5. Okay. Hm, ist die Tagträumerwaffen da noch nicht... Bis nächstes Mal. Kosten auch 5. Hier sind auf jeden Fall auch noch Sockel frei. Ja, ich denke mal, dass da eventuell halt noch welche draufkommen oder dass die halt einfach frei sein sollen. Das sind die Leylinien. Und die Paktflotten kosten auch noch. Ja, und an die da hinten kommen wir nicht mehr ran, weil die sind nicht mehr im Handel. Ja, was sieht man denn da? Das eine sind die Phönixwaffen. Leylinienhammer. Genau. Und da hinten ist noch die Leylinien Chaos-Ding, raus. Ne? Ja, die sind ja auch raus. Die Phönix sind auch raus. Aber die Leylinien-Sachen sind noch nicht raus aus dem Handel. Das ist also das, was jetzt als nächstes rausfliegt. Das, was super teuer wird. Wahrscheinlich, wenn dieses Video kommt, sind sie draußen aus dem Handel. Mhm. So heißen wir, haben alle verkackt. Dupdidu. Ich würde euch ja jetzt einen Tipp geben, kauft doch schnell die Leylinien-Waffen, aber... Aber es ist zu spät. Zu spät. Huch. Alter, wie das hier einfach alles Gold ist. Ja. Also die haben ganz schön Kohle gemacht in der Zeit, wo Löwenstein wieder aufgebaut wurde. Mhm. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Richtig, Evon. Da spendest du dem Spendomat, ey. War geizig. Ja, unglaublich, ey. Ja, ja. Alter. Ja gut, das hier hinten, das Gebäude, das erinnert auch schon wieder sehr an das ganz alte Löwenstein. Mhm. Ich würde ja gerne mal wissen, wie Löwenstein aussah, als es noch die Hauptstadt der Menschen war in Kryta, aber... Ja. Es war ja damals schon vom weißen Mantel zerstört. Also ich habe keine Ahnung, sah das mehr aus wie so ein Fischerdorf. Huch, meine Maus hakelt rum. Hör auf rumzuhakeln. Böse Maus. Das hier ist echt wie so eine Qualle, die sich niederlässt. Wahnsinn. Ja. Ich stelle mir das unglaublich entspannt vor. Ich würde mir hier drunter einfach einen Liegestuhl stellen und chillen wahrscheinlich. Ja. Das sieht aus wie ein großer Festplatz. Also hier wird auf jeden Fall gefeiert. Hier ist ja auch, was haben wir da drüben? Fasskeilerei ist heute. Ja. Boah, müssen wir den Aussichtspunkt da geben, ey. Ich würde sagen, ich muss ja aber sagen, die Aussichtspunkte sind schon echt kompliziert geworden hier, ne? Guck mal, ich habe was gefunden. Guck mal da. Ich bin schnell wie der Wind. Huch. Hallo. Hallo, anderer Spieler. Huch. Blöde Maus, hör auf zu hängen. Tu das jetzt nicht. Ist die vielleicht wieder dreckig geworden oder was? Und. Aber ich finde dieses ganze Design hier von das hat das wie bei den Quaggern, wenn du da unterirdisch getaucht bist mit ihren Laternen und all dem. Das waren ja die Bauten der Quaggern, waren ja auch so ähnlich. Ja. Und auch hier diese einzelnen, ich nenne es jetzt einfach mal Sonnenschirme, die hier rumstehen. Finde ich sehr geil. Und da unten die Brunnen, die spielen ab und zu Musik. Das finde ich voll schön. Werde schon erwartet, ja, dann geh doch. Tack. Tack. Können wir was anderes ins Target nehmen? Wie wär's denn hier mit? Auf mein Zeichen. Da. Okay. Dein Mini. Er guckt Mini hier wieder angreifen. So. Er guckt mal wieder so glücklich so. Oh, Löwenstein ist wieder aufgewunken. Ich fliege. Ach, voll schön. Der Riesenschnecke, da auch der Silbereffekt. Also ich muss sagen, dass ich die grafischen Effekte von Gold, Silber und so finde ich hier sehr gut gesetzt. Ja. Und auch hier möchte ich ja oben diese Fahnensegel-ähnlichen. Also, ich meine, wir kriegen ja Gildenhallen und die sind da ja in dem Dschungel drin und so. Das ist ja nett, aber ich hätte gerne eine. Oh, da ist die Stadtführung. Ich will noch ein paar Regeln erörtern. Wir gehen schnell, also haltet bitte Schritt. Beschränkt Fragen bitte auf das Minimum. Sei mal nicht so unfreundlich. Echt mal. Ich bin nicht schuld, wenn sie weglaufen und von Kaka gefressen werden. Was, Kaka? Was, in Löwenstein? Nein, bestimmt nicht. Also dann. Das sind Kakas. Also Kaka in Löwenstein. Ich glaube, es geht los. Sowas doch niemals. Nein, echt.
Ich wüsste gar nicht, wie das passieren könnte. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Die vom Konsortium ja schon geschlammt haben. Das ja, ja, da hätte ja, das haben die ja in der Südlichbucht ja vorgebaut. Da wäre ja beim Pfusch beim Bau passiert. Also da hätten die ja, das hätte ja bedeutet, dass da irgendwo Karkas hätten drin sein müssen. Also. Richtig, also kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich einfach gar nicht. Nee. Ich möchte hier echt wohnen, ganz ehrlich. Das sieht ja so toll aus. Ich hätte gerne so eine Gildenhalle in dem Stil. Ja, ja. Es hat so wirklich so einen karibischen Flair. Ich möchte übrigens die Gildenhalle mit den Hängebrücken haben. Ja, sieht awesome aus. Mhm. Bran ist schon voll genervt, weil er hier so langsam gelaufen wird. Ein Satz nach vorne geht. Warum gehst du nicht einfach? Du kannst das doch. Du musst ja nicht immer so hüpfen. Dann jetzt sind wir beim großen Hummer. Nachdem Scarlet Löwenstein 1327 zerstört hatte, lobte der Kapitänsrat einen Wettbewerb für den Wiederaufbau aus. Die besten Architekten aus ganz Tyria reichten ihre Entwürfe ein, darunter auch eine äußerst begabte Schülerin. Doch leider war sie den kleinen geistigen Ratsmitgliedern mit ihrer brillanten Vision des neuen Löwenstein zu weit voraus. Statt eines herrlichen Ausblicks auf die Bucht ist da also jetzt dieser riesige Hummer. Man beachte die Materialverschwendung und diese Scheren. Wenn ihr mir bitte folgen wollt, wer wäre lieber draußen am Erkundungstor? Voll gut. Na? Na? Ich auf jeden Fall. Das hat die getroffen. Ich glaube, die hasst Stadtführungen. Ich glaube, sie hasst ihre Stadtführung voll. Ah, schön. Da oben hängt Wäsche. Ja, guck mal, da sind Schlüpper und da sind aber kleine Socken. Das sind Socken, oh, wie süß. Oh mein Gott, da ist ein Hemd mit einem Löwen drauf. Hab ich auch gerade gesehen. Zurück. Oh, süß, vor allem, das ist, das ist ein Kindershirt, ja. Ein Strampler mit so einem Löwenstein-Löwen drauf. Oh, Merchandising, Merchandising. Ne? Ne, Annette, Merchandising. Gorgon Flüschis. Ne, Patente anmelden, dann kriegen wir Geld ab. Aufholen. Was kommt als nächstes? Ja, ich bin mal gespannt. Asura beim Gehen sind einfach so niedlich, wo ich da vorne jetzt für diese Händlerin rumstapfen sehe. Watschel, watschel, watschel. Ja. Schlitzklinge wird uns alle wegfegen. Ja. Aber den Spruch mussten sie natürlich drin lassen, ne? Oh. Aber sie hassen sich. Einer der nervigsten Sprüche in ganz Löwenstein, aber... Wir hassen sich. Wisst ihr, Hass, Liebe, Char, Menschen, kennt man doch. Voll normal. Haben die beiden Noren bei dir gerade auch so eine Kehrtwendung gemacht und sind jo. Dann... Okay. Die standen auch vorhin leicht angekniet, irgendwie sich gegenüberstehend, tief in die Augen schauend, da am Pier und haben auf den Hummer noch nebenbei geglotzt. Das war auch sehr interessant. Läuft hier eigentlich gar kein Silvari mit, außer uns? Voll diskriminierend, ein paar Kinder. Aber es läuft doch keine Asura mit. Das sind nur Noren, das sind alles nur Noren, das sind Nornkinder. Deswegen sind die auch so groß. Ja gut, aber Menschen bräuchten wahrscheinlich keine Fremdenführung. Die waren ja vielleicht meistens hier. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Sie hat wahrscheinlich gerade einfach Norn aus dem Portal abgeholt. Und die führt sie jetzt hier. Das kann auch sein. Und eine Familie halt. Einheimischer Älteste. Das ist ein Kind. Das Kind heißt auch Kind. Wie heißt die da? Einheimische. Netter Familienname. Herr und Frau Einheimische. Sind sie hier einheimisch? Nein, wir heißen nur so. Okay, das ist sehr verwirrend. Hier eine mächtige Installation aus gebogenem Glas und kunstvollem Stahl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stünde bei einem Erdbeben nicht so gern darunter. Also, lasst uns weitergehen. Die ist ja auch richtige Spaßkanone. Erinnert mich daran, damals, als ich in Paris war, hatten wir ungefähr so eine Führerin in unserem Museumsbesuch. Das ist ja so richtig voll motiviert dabei, so, ey, ja, super, das habe ich jeden Tag schon 5000 Mal gezeigt, bitte hier. Super. Könnt ihr jetzt noch eine Anekdote erzählen, wie diese Fremdenführerin, eine Chinesin, die ein Stückchen zu weit an irgendeiner Statue dran stand, wirklich weggeschmissen hat? Oh. Aber ich gehe jetzt mal nicht weiter ins Detail. Die Fremdenführerin hieß übrigens Rottweiler mit Nachnamen. Okay, das erklärt doch vielleicht auch ein bisschen was, ja. Kann ich ihr Eile geben? Ich würde sagen, langweiligste Fremdenführung ever. Ich meine, hier sind voll die... Ich will wissen, warum das dann Kraken ist und...
Wir gehen jetzt zum, wahrscheinlich, vielleicht weiß sie ja ein bisschen mehr hier über die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft. Oder sie geht einen Schlenker woanders hin. Ja. Los! Eile! Lauf! Lauf! Irgendwie bezweifle ich, dass das funktioniert. Ich höre nichts. Hab ich. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, würde ich auch sagen. So laufen die Dinge halt. Genau. Hier drüben sind eine Reihe Asura-Portale zu anderen Städten in ganz Tyria. Es ist die effektivste Methode, schnell wegzukommen. Hinein ins Abenteuer. Oder in eine neue Laufbahn, wenn eure architektonischen Träume von einem großen Krustentier aus Zement zerschmettert wurden. Und weiter. Nicht vergessen, Leute. Je großzügiger das Trinkgeld, desto besser kommt es an. Ja, ich weiß ja nicht, ob du Trinkgeld bekommst. Klappt nicht mit dem Eile geben. Schade. Aber wir wissen ja immerhin schon mal, dass ihre Architekturträume zerplatzt sind. Meinst du, wir können uns vorsichtig absetzen, ohne dass sie uns umbringen? Ja, ich weiß auch nicht so. Ich weiß zufällig aus näheren Kreisen, dass sie sowieso nur zu den Brunnen geht. Die Leute dort voll labert, dass diese Brunnen manchmal Geräusche von sich geben. Und dann dementsprechend durchs Portal verschwindet und sagt, sie trifft sie auf der anderen Seite. Aber wir waren vorhin auf der anderen Seite. Sie trifft sie nicht dort. Okay, ich glaube, wir sind weit genug weg. Oh Gott, das war ja was. Ja. Ich dachte, sie erzählt ein bisschen was über die Zerstörung von Scarlet, aber das war wohl nichts. Oh Gott, ist das hübsch hier hinten. Aber da muss sie nichts drüber erzählen. Ich war live dabei. Ja, ich auch. Das war lustig. Ja, oh Gott, das ist ein schöner Platz. Vor allem, guck mal, da oben wird einfach ein Boot als Blumentopf verwendet. Das ist eine super geniale Idee, sowas. Ja. Also, ja. Ach ja, das ist hier der alte Torknotenplatz, die Wegmarke davon. Die hier tragt aber lustige Masken. Das sieht doch so schön jetzt aus, wie die Tore hier angeordnet sind. Ja, vor allem so sieht das sauber. So, ich wollte gerade sagen, so in diese Wand eingemauert. Das sieht alles einfach stabiler aus als vorher. Das ist das Konsortium-Portal in die Südlichtbucht, oder? Das ist das in die Süd... Ja, das hier geht's zur Südlichtbucht. Da diese Raffenwachen vorstehen, ist das hier Götterfels? Ah, hier geht's. Lol. Oh, da kommt Skrit raus. Hi, Skrit. Sprecht mich nicht an. Ich hab hier nichts, das ist keine gestohlene Ware da. Das sieht nur so aus. La, 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 la. Wo geht denn der hin? Geht der jetzt direkt straight zur Südlichtbucht weiter? Wie es aussieht, ja. Ich finde es so cool, dass jetzt auch halt sich hier die Leute richtig durch die Gegend porten und aus den Portalen rein und rauskommen. Ist nicht mein Fall. Voll gut. Jetzt bleibt er da drin stehen. Aber lange zum Porten. Oh, okay. Jetzt hat's geklappt. Also er ist schneller geportet als sein Schriftzug. Der ist er wieder. Huch. Wetter. Ich glaube, der betreibt Schmuggel. Der rennt immer hin und her zwischen den Portalen. Ich weiß ja nicht. Das ist mir ein bisschen suspekt. Ja, aber ein bisschen. Hier kommt, glaube ich, auch immer die Reisetruppe raus, die hier die Stadtführung macht. Na komm, dann stören wir den Skript mal nicht länger. Ja, dann können wir immer hier unten lang gehen. Was? Ich muss flitzen. Ich muss flitzen. Katze. Oh, das ist so hübsch hier. Auch das Banner von Löwenstein sieht so hammer aus. Ja. Oh, so ein Banner will ich für meine Gilde haben mit unserem Einhorn drauf. Mhm. Unserem Pegasus. Egal, wuff. Meine Karte. Und ja, jetzt sind wir hier im östlichen Bezirk. So viele Dinge sind kaum wiederzuerkennen. Da hinten ist das Gasthaus. Ach, die Brücke hier, das sieht auch so majestätisch aus. Oh, da kommt ein Dolly. Dolly. Pack Dolljak. Ja. Ein Marktvermittler, okay. Oh. Hi. Oh, das hier, das, lol. Ja, ich würde behaupten, dass, Wie hast du das nochmal so schön genannt mit dem Berührungspunkt? Ja, das war hier, wie war das noch? Charakter, Koalitions, Abfragefehler oder sowas. Irgendwie sowas. Nicht. Warte, ich gucke in Skype nach. Ramon hat es zum Unwort des Tages erklärt. Moment. Muss jetzt die Konversation nachlesen. Bla bla bla, da habe ich ihn voll genölt. Oh mein Gott, das sieht so schön hier aus. Bla bla bla, das ist so schön hier. Bla bla bla, das ist so schön hier. Bla bla. Charakterberührungsplatzierung, genau. Da aber das ist schon, ja, schon keine fehlerhafte Charakterplatzierung mehr, weil das ist ja gar kein
das ist ja ein offener Pfad. Das ist ja kein... Davon kenne ich aber einige. Ja, die, ja. Das fixen die noch. Das fixen die noch. Natürlich fixen die das noch. Hm. Plätzchen. Ja. Das sind Türsteher. Zurück. Komm ich hier nicht rein. Komm hier nicht rein, sagt er. Bricht mich nicht an. Voll unfreundlich. Willkommen in der Herberge Löwenschatten. Ich bin zwar noch kräftig im Umbauen, aber wir haben etwas Ware im Angebot. Aha, hier kann man die neue Sammlung, Braumeister-Sammlung, freischalten. Warte, man kann sich hier heillos besaufen. Ich meinte, ja. Das sind die Schufte, von denen ich erzählt habe. Ah, da ist er ja wieder. Er ist dabei, diese Verschwörung aufzudecken, weil hier geht ja nachts, geht ja hier immer was sehr Gruseliges vor sich. Mhm. Also, an Snick dranbleiben, um herauszufinden, was hier in der Stadt Neues vor sich geht. Ich meine, genau. ich hab gesehen, wie die den Löwengardis bestochen haben, ne? Okay. Das war nicht so, das war ein bisschen spooky. Gibt's hier das alte Jumping-Puzzle noch? Das mit Urmauks Star oder wie der heißt? Urmauk? Keine Ahnung. Ja, oh, gibt's die Brücke da drüben, das sieht auch toll aus. Man munkelt, man hätte Kaka-Klackern aus seiner Höhle vernommen. Ehrlich? Mhm. Wie konnte das denn nur passieren? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Seltsam, seltsam. Schlimm, schlimm. Wer macht denn sowas? Weiß ich nicht, aber den gibt's noch, der wohnt hier noch. Ja, ich sehe es, der Aufgang ist ja auch noch da. Nicht sonderlich luxuriös, aber... Hey, da ist ja ein Urmauk. Hallo Urmauk, na? Wie geht es dir? Oh, willkommen. Oh, weißt du, er sagt zu mir, ihr seid hier willkommen. Und wenn ich einen Dialog fände, hörte, warum müssen die Leute immer so starren? Ich glotze einen selber an, kratzt sich unterm Arm, ne? Stinkt einen an. Also das Jumping Puzzle ist noch genau so wie früher. Ach du heilige Hölle. Ja. Noch irgendwas Besonderes? Wie gesagt, hier ist eine Spinne. Man munkelt, es hätte Kaka-Klackern gegeben. Hm. Mhm. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube ja nicht an Kakas in Löwenstein. Also nee. Das Konsortium würde sowas nie. Na, niemals. Richtig. Das Konsortium würde niemals. Also. Wir wissen doch alle, wie fähig die sind. Solche Fehler würden die nie unterlaufen. Also, das ist ja hier Ellen Kiel und ihre Truppe. Das sind voll die tollen Leute. Hust. Mhm. Enki, meine beste Freundin. Echt, die Fenster hier, wie geil die einfach nur aussehen. Ja. Stell dir vor, so eine Gildenhalle mit dem Design von Löwenstein, ey. Das wäre schon fett. Awesome. Oh, damals. Meine, das was? Ist ja die Gilde hier. Also, ich meine, das Gildenverwaltungs... Dings. Hauptquartier der Gildeninitiative, genau. Genau. Sieht sehr geil aus. Auch dieses Tor hier mit diesem Emblem da drauf. Ich will da rein. Ich will da rein. Bald. Behaupte ich einfach mal. Die ist doch fast offen, die Tür. Ja, die ist sogar, ja. Oder kann man reingucken? Oh, das sieht schön aus da drin. Oh. Ich freue mich, wenn wir da rein dürfen. Ja, ich auch. Hui. Ach Gott, das liegt ja jetzt alles brach. Die Orte, an denen wir jetzt früher notdürftig unseren Handel getrieben haben, das ist ja jetzt hier alles leer. Das ist ja alles weg. Jo. Einfach nur ein großer leerer Platz. Ob sie hier auch nochmal irgendwas draus machen? Oh mein Gott, das sieht ja da drüben auch so gut aus, von hier aus gesehen. Ja, die Garteninsel da ist richtig Hammer. Ja, da ist jetzt noch das Chillspot. Ja, das die Schirme da alleine, ey, der Hammer. Ja. Unter Palmen. Er kann sich wirklich richtig hinlegen. Er fehlt wirklich nur noch ein Liegestuhl. Guck mal, das hier ist doch zum Heiraten gemacht. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Glaubst du, wenn sie das hier schon hinstellen, dass es bald eine Hochzeit gibt, von wem auch immer? Hundertprozentig. Vor allen Dingen, weil man hier Blumen kaufen kann. Guck da. Cool, ich will auch Blumen kaufen. Kostet Gold, aber man kann hier Blumen kaufen. Also das ist perfekt, wenn jemand, also wenn ihr, ne, in eurer Gilde so eine Hochzeit feiert oder so. Hier kann man sogar Blumen kaufen für die Hochzeit. Bleib mal stehen, bitte. Bleib mal stehen. Nuria, wir sind jetzt schon so lange platt und platt. Willst du meine Blume werden? Ich dein Blümchen. Natürlich, ja. Meine Knospe. Yay! Yeah. Wuhu!
Warte, wo war hier slash jubeln? Kann ich das überhaupt? Mit dem Blumen in der Hand? Ja, ja. Jetzt habe ich mir den Strauß ins Gesicht gedrückt. Ach, schön. Spüre ich meine... In dem Moment, was ist das? Diese Rose hat Dornen. Hier sind sie. Soll ich dir meine Dorne zeigen? Ich will auch Blümchen haben. Ich finde das cool, dass man hier bei ihm Blumen kaufen kann. Das ist super. Das ist voll cool. Die nehme ich jetzt mit. Komm, wir gehen super jetzt gute Idee. Fußgänger, Fußgängerin, das läuft ja ein Tropenvogel, fliegt ja rum, das sind auch alles Fußgänger hier. Also ja. Hochzeitfeier mit einer großen Gilde, ne? Wisst ihr Bescheid, kann man hier auf jeden Fall. Oh ja. Das sind einfach allen Leuten die Blumen geschrücken. Liebe. Tagchen. Liebe. Liebe. Tagchen. Liebe. Tagchen. Ja, schön. Liebe. Tagchen. Ach, hier oben das Moa-Rennen. Ich hoffe, seine Küken sind bald groß. Ja. Also traurig zu wissen. Ich meine, ich habe auf die gewettet. Ich kannte die alle, Morty und Co. Und unten sind die alle gestorben beim Angriff. Oh, ja, Küken. Nein, sie sind nicht gestorben. Die sind einfach nur weggerannt. Ja, aber er erzählt was ganz anderes, grauenvolles. Ach, der weiß es einfach nicht besser. Ja, Asura sind ja auch so, immer so fatalistisch. Ja, deswegen, man hat nie Überreste gefunden, habe ich mir sagen lassen. Ja, das stimmt. Guck mal, hier gibt's ein junges Schwein. Oh, vielleicht gibt's auch demnächst Schweinereiten oder so. Auch nicht schlecht. Schönchen. Steht da nochmal ein Tropenvogel. Das sind so Punkte, wo ich mir jedes Mal denke, kannst du dich bestimmt aus der Karte rausbacken. Irgendwo hier, hundertprozentig. Wo geht's denn da lang? Zu einer Fackel. Liebe! Oh, Fackel der Liebe. Ja, aber sonst, nö. Ist ja auch nette Höhle, die ich mit kann, der... Ja, doch. Ne? Hat was. Hier machen wir den Bauern jetzt noch so ein bisschen seine Ernte kaputt. Hui! Stopf, stopf. Ja gut, die Mühle, Alter, die Mühle hat einfach alles überstanden, ne? Aber auch wirklich alles. Unglaublich. Einmal durch die Botanik. Ja. Weißt du, Löwenstein wird zerstört. Ich wette, das steht schon seit GW1 hier. Ja. Plus dem Huhn hier. Das ist bestimmt irgendwie so ein Geheimversteck von irgendwas oder sowas. Meinst du, den Geisterpiraten ist aufgefallen, dass sich was verändert hat an Löwenstein? Nein. Glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Hauptsache, die haben noch ihren Ruhm. Den sie nicht trinken können, weil sie tot sind. Man kann ja so tun, als ob. Ja, ja, das ist ja Imagination, ne? Ist klar. Hier gab es auch immer so einen Charakterberührungspunkt. Der nie so direkt gestimmt hat, ja. Er flackert jetzt hier noch rum. Charakterberührungsplatzierung. Ja, ja, das. Heißt das in der Fachsprache? Ja, ich lerne noch. Wie wir Fachgrafiker sagen. Hey, das ist aber eine fehlerhafte Kollidierungsabfrage. Ja, es ist immer noch der gleiche alte Schlabbersack. Schlabbersack. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt laufen, dann können wir wieder gehen. Ja. Man munkelt, es gibt Kakerklackern in dieser Höhle. Echt? Ich fasse es nicht. Aber ich glaube ja nicht an, wo geht's zurück. Nee. Also so Gerüchten würde ich ja auch gar nicht trauen, ne? Richtig. Das sind ja nur Gerüchte. Ich wollte gerade sagen, gibt schon einen Grund, warum ich immer bei den Wachsamen bin und nicht beim Ohren der Gerüchte. Ja. Weil was die da labern, du dann. Das richtig, ist, also. Okay, jetzt werde ich ins Wasser springen müssen, oder? Komme ich von hier aus auch noch? Oh, ich habe auch unter Wasser meinen Blumenstrauß. Das ist gut. Krebs. Liebe. Aber man kann die nicht benutzen. Komisch. Ja, Blumen unter Wasser werfen ist auch ein bisschen seltsam, aber ich finde es cool, dass man die behält. Oh, Picknick. No. Oh, müsst ihr nicht arbeiten? Ach, die haben da bestimmt so ein ganz Stelligein oder sowas. Oder die bewachen einfach nur das Wasser. Richtig. Dass sie halt auch alles überlebt. Ja, da hat sich Arena nicht verewigt. Ich wollte gerade sagen, diese kleine Anspielung. Seltsam, seltsam. Da ist ein Feuer und Inspektorin Lizzie. Alter, diese Kanonen hier. Und wenn da nochmal ein Angriff aus Ohr kommt. Und ein toter Bürger. Was hier ist ein... Oh, es gibt hier einen toten Bürger und Inspektorin Lizzie untersucht den Fall. Wohin reden? Nee. Auch wenn man die Stadt nach dem Miasma-Angriff gesäubert hat, irgendwas stinkt hier immer noch. Was meint ihr damit?
Es hat einen Mord gegeben und ich mache mir Sorgen. Das könnte nur die erste Welle einer Flut von Blut und Innereien sein. Sehr anschaulich ausgedrückt. Viel Glück bei euren Nachforschungen. Ja, es geht ja wirklich einiges vor. Oh Gott, ein toter Silvari. Ich kann nicht mit dir sprechen. Weil du Blumen hast. Ach so. Es geht nur ohne Blumen. Ein toter Silvari, ich vermute mal ganz, also dass das ein bisschen rassistische Hintergründe hat. Ja, das kann gut sein. Aber wenn hier wirklich anstatt was vorgeht, ich meine, die haben Löwensoldaten hier bestochen und ja, Donnerkrabbe hat da rausgeguckt. Denn das ist schon, was da nachts so immer überall vor sich geht, ist auch recht unheimlich. Hier steht noch so ein einsamer Silvari rum. Der hat sogar einen Namen. Wunderbar. Aber mit dem kann man nicht reden. Nee, der kann auch nichts anderes sagen, außer wunderbar. Wunderbar. Kanone. Gott. Also wenn wir jetzt angegriffen werden, können wir uns definitiv wehren. Ja, erinnerst du dich an die eine Story-Mission? Ich glaube, das war auch mit dem Wachsam. Da hatte man hier so einen kleinen lächerlichen Pfeilwagen und ganze Welle von Untoten rückte an. Boah, da habe ich mich veralbert gefühlt. Da stand ich da mit meinem Pfeilwagen. Ah, das Fraktalportal. Die neuen Portale sind sowieso super schön. Die sehen so stylisch aus. Auch den Doljaks hier. Die Doljaks sind einfach Wahnsinn. Und zu den ganzen einzelnen Welten. Genau, und hier der wird dieses Glitzer-Ding. Shiny! Schon echt schön. Ansonsten gibt es hier unten aber auch nichts Dolles mehr. Oh, shiny ist ein geiler Ort zum Screenshots machen. Jo. Man sollte irgendwie einen Buff bekommen, wenn man da unten drunter reingelaufen ist oder so. Ich bin einfach nur froh, dass die Wegmarke wieder funktioniert. Obsidian. Ach, guck mal, hier gibt es das Portal zum Obsidian-Refugium direkt. Gab es das vorher auch schon? Weiß ich nicht, ob man direkt in so einem Obsidian-Refugium konnte. Ich glaube nicht. Wenn ja, habe ich es nie benutzt. Ich auch nicht. Meistens ist man sowieso bei den WVW-Browser gejoint. Richtig. Und daher. Das hat sich ja jetzt aber auch nicht sonderlich verändert oder so. Da steht auch immer noch das Gleiche dran. Hey, ich habe einen Punkt. Ich bin Eindringling. Yay. Voll gut, oder? Da steht eine Kuh. Das ist eigentlich ein Stier, aber... Hier. Guck mal. Ah, da ist ja Suriel, flammendes Licht. Trainiert für den nächsten Spießrutenlauf. Alter, Leute, nächster Spießrutenlauf confirmed. Kannst du nicht zufällig für die SAP trainieren oder so? Geht das nicht auch? Oh, das Booby-Bounce. Worauf du wieder achtest, ey. Ja, aber guck doch mal der Rüstung an. Schwapp, schwapp, schwapp. Das ist ja furchtbar. Eieiei. Das ist aber, das macht mir Angst. Das bedeutet einen neuen Spießrutenlauf mit stärkeren, härteren Gegnern. Och, ich fand, die waren gut, so wie sie waren. So, vom Schwierigkeitsgrad her. Och, nur aus gegen Liadri war es zum Schluss dann doch ein bisschen einfach, wenn man sie erstmal konnte. Ja, gut. So Überraschungseffekte mag ich lieber. Ja, wobei ich es auch, glaube ich, noch darauf schieben muss, dass ich damals noch meinen alten Laptop mit den 5 FPS und so hatte. Ja, gut, klar. Die waren bei Liadri nicht unbedingt vorteilhaft. Ich erinnere mich auch noch, wie ich das mit der normalen Tastatur und Maus machen musste. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ja. Und hier ist auch so ein Pärchen, das hier den Hummer anstarrt. Trotzdem, ich werde es nie vergessen, wie ich mit meinem Stufe 37er, weil die Liadri platt gemacht habe. Ja, das stimmt. Oh, das chillt aber auch wirklich einer richtig schön hier unterm Baum. So, ein schöner Ort. Und hier ist der dicke, fette Leuchtturm. Leuchtturm! Also egal, was uns angreift, wir sehen es jetzt früh genug. Ja, und wenn wir flüchten wollen, gehen wir den Leuchtturm hoch. Die Gegner sind definitiv fix und fertig mit Nerven, bevor sie oben angekommen sind. Ich zwar auch, aber gut. Ja. Wenn man denkt immer, mit dem muss man sogar reden, das ist eine Diktatur, das ist nicht einfach so. Zeugnis der Unverwüstlichkeit. Okay, Segen der Eile. Na dann. Ja. Auf geht's. Wird einem schon ein bisschen schwindelig, aber... Ja, wenn die Aussicht wenigstens breiter wäre, man sieht den größten Teil von Löwenstein einfach gar nicht von dort aus. Ja, das stimmt, weil es hier oben auch sehr hell wird. Ja, naja gut, das ist ja Nebel halt nun mal. Die Geräusche von diesem Lampen, ey. Ja. Voll gruselig. Und dazwischen klackert es so ganz komisch. Ich weiß ja auch nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht. Boah, ich wäre gerade fast runtergelaufen. Also ein Geländer hier wäre ja auch irgendwie nur Sicherheitsstandard normalität gewesen. Nö, halte ich für unnötig. Ich auch, ja, brauchen wir nicht. Gerade hier oben, wenn es so richtig eng wird. Ui, jetzt wird mir schlecht. Hier ist eine Taucherbrille.
Erstmal gebe ich mir hier den Aussichtspunkt. Ja, das ich ist auch. Ja der absolute Hammer. Hat schon so was von Propellern auch. Ja, vielleicht kann er ja fliegen und wir wissen es nur noch nicht. Es hat auch wie so eine große Spiralen-Schneckenmuschel, ne? Sie sieht einfach aus wie Scarlets Bohrer, nur umgedreht. Ja, wenn sie den Himmel bohren wollen, dann bitte. Komm. Ich zieh mich aus. Ich YOLO! Jo, das ist aber sehr nah an der Klippe. Das gefällt mir so eigentlich gar nicht. Das ist auch kein guter Sicherheitsstandard. Nö, nö, nö. I choose you, Pikachu. Ja, ja. Da hinten geht's immer noch nicht raus. Hey, lass uns in die Grotte tauchen, wenn wir schon mal hier sind. Warum nicht? Hab ich überhaupt ein Unterwassertier? Ja. Greifi. Ja, Greifi ist das. Angreifi. Guck mal hier, die Relikte Löwensteins liegen ja noch versunken. Wahrscheinlich sogar teilweise noch von der ersten Stadt. Ja. Nachdem sie überflutet worden ist. Mit so unauffälligen Löwen, die einem hier links und rechts den alten Stadtaufgang präsentieren. Das ist wirklich halt noch aus... Wenn sich das mal hier mal anguckt, so sah das früher aus, bevor Löwenstein überflutet worden war. Das war halt alles Festland, ne? Ja. Ein stolzer Treppenaufgang. Bis hoch. Komm, das könnte gehen, das vielleicht der Anfang von den Palastmauern. Das könnte halt der Anfang von den alten, von dem alten Palast, von den alten Stadtmauern noch sein. Ja. Das ist ja aber auch nicht viel übrig geblieben. Es war ja auch Ruinen, bevor Zaitan auferstanden ist. Also von ja, daher. Stimmt. Sah ja nicht schön aus. Ist viel hübscher so. Aber ein Palast wäre schon geil. Ich hätte hier schon gerne noch einen Palast. Das sollen sie noch dran bauen. Die Spieler sind nie zufrieden. Das sieht so episch aus. Die Grotte finde ich schön, dass sie so gelassen haben. Man munkelt ja, wenn man hier ganz genau hinhört, dass es irgendwo klackert hier. Echt? Klackern? Mhm. Das finde ich nicht gut. Weil das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wo. Nee. Definitiv nicht. Oh, ein Skrit, hallo. Hallo. Oh, da ist Lehrling McTecky. Hallo, ich tausche lila Schleimzeug gegen schleimiges, glänziges. Lila Schleimzeug? Ja, Taktum aus Skritburg sammelt schleimige lila Zeug zum Rumspielen. Ich gebe euch schleimiges, glänziges für lila Schleimzeug. Er macht schleimiges, glänziges Zeug aus lila Schleimzeug. Alles klar soweit? Na schön, zeigt mir, was ihr habt. Na, dann kaufe ich dir mal wieder ein bisschen Klacks destabilisiertes Ektoplasma ab, das man öffnen kann und dann kriegt man auch wieder Ektoplasma raus. Also... Aber das Interessante ist, dass du den Batzen, den du da rauskriegst, ne? Ich habe hier tonnenweise Ektoplasma umgetauscht, tonnenweise. Bin dabei, glaube ich, 40 Gold losgeworden. Hab dann zwar plus minus null an Ektoplasma gemacht, hatte aber 100 Gold Profit. Ja, warum nicht, ne? Ja, das ist doch geil. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass Ektoplasma noch sonderlich viel wert ist, nachdem die Skript damit so... Ich würde gerne mal dieses 100er Batzen, ey, da freue ich mich drauf. Die will ich unbedingt kaufen. Das Ding sieht ja aussieht wie Hirn. Ja, das ist doch lecker, ne? Und abwärts. Oh, da klackert was. Oh, oh mein Gott, ich habe schreckliche Dinge. Ich habe Halluzinationen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Anwenden. Denkst du auch schon an mit diesen komischen Klackersachen? Ja, ich weiß auch nicht, Sputti hat mich angesteckt. Der ist total paranoid. Was, hast du den mal erlebt? Wie er durch die Stadt gelaufen ist, geschrien hat wie am Spieß? Ja, so ein Gewehr in der Hand, das war schlimm, schlimm. Richtig, richtig. Ich habe den heute Morgen hier rumlaufen sehen. Da labert er immer irgendwas von dem Piazza, aber... Merkwürdiger Mann. Beim Piazza klackert nichts. Ja. Also, merkwürdiger Mann. Sehr merkwürdiger Mann. Was haben wir denn da unten? Naja, da ist dann auch noch ein Lager von Gelehrten. Genau. Ist doch schön, dass man hier unten so, kann man sich noch ans Feuer setzen. Hallo, Moa. Oh, das Denkmal, das Monument, das ist so toll. Ja. Auch von den Farben, ey. Oder die ganzen Mosaike hier an der Wand. Seetang-mäßig halt so angelegt. Du hast das Gefühl, du gehst jetzt hier wirklich auch unter Wasser, ne? Ja. Ahoi, Matrosen. Alter, das sieht so unglaublich schön aus. Oh, der weint. Oh, guck mal. Kann ich die Hände trösten? Oh, Gottchen. Oh, ist das traurig. Oh, sie haben die Statue immer noch nicht aufgebaut. Sie liegt immer noch daneben. Was? Trauernde daneben. Traurig. Ach, da ist Hassin wieder. Hassin hat weinend neben dieser Statue gestanden. Irgendwie finde ich es schade, Kubia Mariné in diesem düsteren Mahnmal verewigt zu sehen, obwohl seine Statue den sinnlosen Zerstörungen der letzten Zeit zum Opfer gefallen ist. Weshalb hat man sie nicht restauriert, so wie den Rest von Löwenstein? Manche Leute waren der Meinung, seine zerstörte Statue wäre eine beeindruckende Erinnerung an die Tragödien, die sich in der Stadt ereignet haben. Es würde zeigen, wie untröstlich unser Gründervater über die Zerstörung der Stadt wäre.
Ich denke, er wäre stolz auf den zähen, unbeugsamen Charakter der Stadt. Wohlgesprochen, vielleicht interessiert euch, da auch ihr sein Vermächtnis ehrt, ja die Gedenktafel, die ich für die Bürger Tyrias angebracht habe, um ihnen etwas Wissen über das Leben dieses bemerkenswerten Mannes, diesen bemerkenswerten Mannes zu vermitteln. Langes Wort. Wie fange ich an? Die erste meiner Gedenktafeln findet ihr gleich hier. Ich fordere euch auf, in Kubias Fußstapfen zu treten und die anderen 11 zu finden, die in ganz Tyria verteilt sind. Ich halte Ausschau nach ihnen. Wie in ganz Tyria? Ich dachte nur hier in Löwenstein. Nee. Ist ja unglaublich. Die muss man überall suchen. Wir machen daraus einen freien Hafen, der kleine Nation Treue schuldet. Ja, ein kleiner Hafen war das mal. Hat sich ganz schön entwickelt für so einen kleinen Hafen. Diese Wellen hier, Wahnsinn. So hübsch. So eine Gildenhalle hätte ich auch gerne, um meine Liste mit Forderungen zu vervollständigen. Hier oben sitzen auch noch ganz viele Trauernde. Gott, wie oft hier ganze Familien auseinandergerissen worden sind. Und hier kann ich die Schrift nicht lesen. Das ist nicht direkt Neukraitanisch. Ich meine, da steht The. Das kann ich sehen, dass das ein The ist. Okay. Aber ich kann das nicht. Das ist irgendwie eine Schreibschriftvariante von Neukraitanisch und ich kann auch die Druckbuchstaben lesen. Okay. Wahrscheinlich irgendwas mit dem. Das hier könnte Fallen heißen. The Fallen. Ja, The Fallen. Nach dem Motto Memories of the Fallen. Ich schätze mal, das heißt ist derselbe Buchstaben. F, E. Nee, das ist kein E. Das heißt ja auf jeden Fall Off. Off the Fallen heißt das. Off the Fallen. Warte mal. Der dritte Buchstabe ist ein E. Und ein L. Also dann ist das hier, das ist ein F. Das ist ein... Wissen wir nicht? Und das ist ein E und das ist ein L. Und das? Field of the Fallen. Das Feld der Gefallenen. Field of the Fallen, ja. Gut, da ganz oben gebe ich auf. Ja, sieht bestimmt was Ähnliches. Ja, die Schrift ist ja gar nicht so schwierig zu lesen. Das muss man nur ein bisschen üben. Ich wollte gerade sagen, einfach ein bisschen das Hirn anschmeißen. Da sind viele Schriften noch. Jetzt zu einem Ort, wo wir hinkommen, da gibt es auch nochmal so viel Schrift und Text zu übersetzen. Da muss ich mich unbedingt dran setzen. Mhm. Da chillt jemand. Ja. Warum steht sein Mantel? Achso, er hat sein Knie da hoch. Okay. Kann man da irgendwie hoch? Das sieht so nach Jumping-Puzzle aus. Das habe ich auch schon versucht, aber ich bin nicht so weit gekommen, muss ich zugeben. Blöd. Hallo. Ich bin schnell wie der Wind. Hoi. Ja, aber die Skrit-Hochburg ist immer noch so, wie sie immer war. Ja, die haben ja auch alles überlebt. Also von daher müsste da ja auch nichts... Ja, Ratten, da kriegst du halt nicht tot. Hat sich auch hier drin nicht verändert. Auch die große 3-Farben-Truhe steht hier auch immer noch. Richtig. Die 3-Schlüssel-Truhe. Ja gut, die Wachen hier funktionieren halt, ne? Ja. Ne, Scarlet kam, Scarlet ging, Titan kam, Titan ging. Richtig. So. Moskitos. Hier lang, ja, ne? Ja, gehen wir hier unten durch. Okay. Wir Reisende, Gott. Da Rüstungen. Oh, das ist so ein schönes Stadtviertel. Ja. Sieht einfach so unglaublich gut aus. Tatsächlich? Echt? Was denn? Was war das? Achso, das ist nur... Ah, das war nichts Wichtiges. Okay, das ist... Ja, aber die Gerüchte haben ja hier ein... Sieht auf jeden Fall aus, als wären das hier alles Gerüchteagenten. Ja, das hier ist ein mürrischer Einheimischer. Ich grüße euch. Falls ihr das stille Örtchen sucht, hier seid ihr falsch. Okay. Guck mal, der Asura ist einfach... Der kann gerade so über die Theke gucken hier. Richtig. Da brauchst du wenigstens nicht bücken. Da brauchst du dich wenigstens nicht bücken, wenn er bedienen will. Das stimmt. Einfach nur vorne rausgreifen. Das hat auch was. Da geht's wieder hoch. Man munkelt, hier würde es klackern. Echt? Es klackert hier? Hier klackern? Ich weiß ja auch nicht. Ja, ratet es auf jeden Fall. Sieht auch schon wieder was. K-
Konsortium Repräsentant. Ja, hier steht The bla bla bla. Überall Text, hier alles voll mit Texten. Ich würde gerne lesen, was hier überall draufsteht. Oh Gott, das Thema ist sehr traurig. Vergesst eure Sorgen. Er sagt da und heult. Okay. Er sagt mir, ich soll meine Sorgen vergessen. Ja, hat er zu mir auch gesagt. Hier wird auf jeden Fall fleißig gedruckt. Das auf jeden Fall. Das Konsortium ist gut dabei, ja? Warum nicht? Richtig. Ja, hier gibt es auch noch viele Texte zu übersetzen. Vielleicht auch ein paar Hinweise oder geheime Informationen oder auch einfach nur der Tratsch vom Vortag. Genauso wie das Graffiti, was hier an der Wand geschmiert worden ist. Das ist auch schwierig zu lesen. Wir wissen, dass das dann O ist und dann da zwei Buchstaben kommen. Das ist wieder ein O. Oh, das ist mir zu kompliziert. Da muss ich ja mein Gehirn benutzen. Naja, davon ausgeht, dass wir hier im Commodore-Viertel sind und da mehrere O's in dem Wort drin sind, wird das... Könnte Commodore-Viertel heißen. Es könnte Commodore-Viertel heißen, ja? Ja. Würde von der Buchstabenanzahl hinfallen. Halt auf Englisch dann, ne? Ja. Ja. Hier ist noch ein Konsortiumsrepräsentant. Oh, Reisender. Hallo, Jo. Hallo. Hi, Jo. Die ist glücklicher drauf. Die ist, gefällt mir. Mit den Klamotten, die ihr da anhabt. Ja, ja. Ah. Unsere Berufe in einem großen Seestern. Ihr möchtet ja auch nicht bei Erdbeben sein, also. Nee. Ich glaube, Erdbeben wäre jetzt so das Einzige, was uns hier... Hey, beschwörst dich herauf. Ich hab nichts gesagt. Sie haben auch wieder die Handelsstation, also die Handwerkstation so aufgebaut, wie sie früher waren, ne? Hier so bei den Meerestieren. Das ist total toll. Das habe ich so vermisst, das waren alles Meerestiere. Ein schönes Essen, doch immer noch dieselben. Ja, das sind immer noch dieselben. Da ist der Krebs. Ja, die hier hat einen komischen Namen, finde ich. Ja, das ist ja total merkwürdig. Also, dass die das überlebt hat, wenn man so heißt und so aussieht, geht ja gar nicht. Also. Ich mag Leute mit dem Namen nicht. Nicht auch nicht. Voll schlimm, ey. Ja. Quaggan-Babys. Ja, da waren wir jetzt, glaube ich, so ziemlich einmal rum, ne? Ich wollte gerade sagen, wir haben unsere Runde beendet. Also, ich meine, es gibt natürlich jetzt noch viele Details. Oh, die spielen Musik. Aber wir wollen ja auch nicht alles. Richtig. Ne? Das war jetzt einfach mal so ein Rundgang, um das auch mal für uns auf Video festgehalten zu haben, so als ewige Erinnerung. Man weiß ja, wie immer an etwas kommt. Nachher stürzt hier ein Meteorit drauf oder sowas. Richtig. Gut, dann wir gehen jetzt mal heiraten. Ihr guckt euch irgendein anderes tolles Video an. Ja? Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und bewerten und favorisieren oder auch nicht. Ist mir doch egal. Macht, was euch Spaß macht. Richtig. Oder hier. / winken. Da muss ich ja auch winken. So, winken. Tschüss.